es geht wieder los. Bruder, ich würde sagen, dann machen wir Folgen auf und schauen mal, was wir da. Schauen wir mal, was wir gucken heute. Was gucken was wir? Können wir oh, guck mal, was da drin. Der beste Teil. Der beste Teil, findest du? Ja. Ja, für mich ist immer noch der erste so der beste. Aber ich weiß, was du meinst. Ich fühle dich. Die ersten beiden sind die geilsten. Ja, 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 genau. Tatsächlich. Ja. Der ist ganz besonders. Teil 3 sondert sich richtig. Der sondert sich extrem so, ab von den anderen beiden, ersten beiden Teilen. Genau, der ist so komplett eigenes Ding. Und ich finde auch, ab da ist Ashley irgendwie schon fast so eine Comic-Heldenfigur geworden. Ja, den ziehen wir uns jetzt auf jeden Fall rein. So, ich würde sagen, let's go. Wenn man bedenkt, ne, wie Teil 1 und 2 angefangen haben. Ja. Aber dabei muss ich sagen, ich habe den Film ja schon, ich weiß nicht, Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Ne? Ja. Mein Name ist Ash. Ich bin Sklave. Auch geil. Mein Name ist Ash. Ich bin Sklave. Aber ich kenne auch andere Zeiten. Lustig allerdings finde ich, dass seine abgetrennte Hand damit in diesen Balken ist. Er kann die einfach rausziehen. Ja, das war natürlich. Sei smart, kauf im S-Mart. Sei smart, kauf im S-Mart. Eure Freundin, Linda. Ey, das ist auch immer eine andere Linda, ne? Das Einzige, was immer gleich ist, ist das Auto. Das ist immer dasselbe. Um seinen letzten Fund zu studieren. Diese scheiß Hütte, ey. Das Buch des Todes. In Menschenhaut. Das ist jetzt eigentlich eine Rückblende aus Teil 2, weil genau diese Szene haben sie in Teil 2 benutzt. Das Böse in den Wäldern. Ja, Bruder, das war noch böse. Zu dem Zeitpunkt war es noch böse. Es nahm Linda, es drang in meine Hand ein und also trennte ich sie am Handgelenk. Jedes Mal haben sie das Intro ja neu gedreht, ne? Ja. So die Rückerinnerungsszenen, immer wieder neu gedreht. Es war so durch Raum und Zeit geschleudert, ey. Hast du da die ganzen Ritter um dich? Chef, ich hab keine Ahnung, wie ich mit Chef, Alter. Alles gut. Ich will keinen Ärger. Der vom Himmel fällt und uns von der Plage der Untoten befreit. Hm. Dieser Possenreißer? Du schmieriger Mistkäfer! Lasst mich in Ruhe! Er sammelt erstmal. Was für ein merkwürdiges Schwert. Aber das ist sowieso immer das Schlimmste. Ich glaube, jeder, der weiß, er dreht einen Altertumfilm. Ah, oh, Bruder, Kostüm. Das ist so viel Arbeit, ey. Ja, muss halt, guck mal, muss ja schon mal irgendwie so eine Burg mal irgendwie besorgen. Ja. Ja, allein schon alle müssen in Ritterrüstung sein. Das ist. Ja. Würde mich das aufregen. Ja, ne? Kann ich auch durchdrehen, ey. Ich kann mal einen zu viel kriegen, ey. Holen. Weil er weiß ja von nichts. Das stimmt ja, ne? Du weißt ja wirklich von nichts, ne? Du kommst da an, da wird ja den Haaren gezogen. Die Leute beschmeißen dich. Angespuckt. Ja, ja. Und du weißt gar nicht, was los ist. Ich sag dir was, Zottelbart. Das Einzige, was du hier noch anführst, sind deine Wanzen und Läuse. Das Einzige, was du noch anführst. Zottelbart, ne? Oha. Jetzt kommt die Grube. In die Grube mit dem ehrlosen Gesindel! Erst mal auf Kot. In die Grube! Oha. Was für eine Stille. Spannungsaufbau? Spannungsaufbau? Ja. Adrain vom Blade hier. Ja, was haben die denn gegen ihn? Der hat doch gar nichts gemacht, ey. Ihr habt den falschen Typ erwischt. Oh. Ein Stein am Hinterkopf, ey. Das erste Mal vom Fünfer springen. Fühlte sich ähnlich an. Ah, da ist schon wieder diese typische Evil Dead Hand. Ja. Kameraführung. Ja.
Ja, ja. Klar, Billy. Aber trotzdem, Sam Raimi hat so vom Make-up her immer noch diese fiesen Fratzen gelassen. Ne? So, ja. Also das Make-up von den Viechern ist immer noch böse, ja, ey. Ja, ja. Immer noch teuflisch. Das ist auch so ein epischer Moment. Ja. Oh, da hat er sie gut reingedrückt. Ja. Ja. Jetzt. Das ist. Ja. Bump. Boah, geiler Move aber auch so. Ja. Ne? Sieht schon geil aus, ey. Na, jetzt aber. Jetzt. Wow. Ja. Oh. Oh, Alter. Ja, mehr Viecher drin, ey. Boah, der sieht aber auch schon wie so eine Wasserleiche aus, ne? Wow. Wow. Boah, das will ich auch mal hinkriegen, dann, dass ein Gürtel so sich so verhakt, dass du dich dann festhalten kannst. Überraschungsleiche. Ich sag dir das. Aber auch nur sein Gürtel hält, weil den hat er im S-Markt gekauft. Top-Smart, top im S-Markt. Ist der Gürtel nicht viel rutschiger als die Kette eigentlich? Wow. Weißt du, dass deine Schnürsenkel offen sind? Halt! Und danke für die Gastfreundschaft! Danke für die Gastfreundschaft. Danke für gar nichts. Alter. Danke für nix. Oha. Ich will mal in meinem Leben Schildknappe werden. Oha, das hört sich nach einem Schuss an. Das kennen die zu der Zeit nicht. Jo, das war's mit dem Stahl. Seht ihr das hier? Das ist mein Zauberstab. Als Hexer gleich als auch gefährlich in der Zeit. Oha. Mit doppelten Rittberger. Jetzt lebt er aber auch wie Caligula persönlich. Du, der uns prophezeite, kann danach suchen. Ich will euer Buch nicht. Und ich will mir diesen Mist auch nicht anhören. Schicke mich zurück in meine Zeit und zwar pronto, kapiert? Oh, das ist doch auch eine Hexe oder so. Für immer verflucht sei deine Seele! Ja, die will ich auch nicht abends vor meinem Bett haben, Alter. Drehen. 1000 Todessterne. Ah, nicht gut. Nicht gut. Das ist wieder so wie Teil 1 mit dem Bleistift, ey. Ja. Diese Farsche, ey. Das ist ein Trick. Er kennt es schon. Hol die Axt. Plötzlich sind die ganzen Besessenen hier so Kung-Fu-Meister geworden. Ja. Tote Hexe, sterben sollst. Ah, das ist aber rough gedreht gerade, ey. So, ja. Das ist so richtig so dieses Kamera voll die ganze Zeit am Mithalten, ey. Blöde Kuh. Oha. Er gibt dir Rede. Oh. Ja. Ja. Ah, okay. Erstmal quasi updaten. Macht erstmal einen Terminator, Alter. Wenn das so einfach gehen würde. Diese deutschen Geräusche, das ist zu geil, ey. Wenn das so einfach gehen würde, ne? Im Mittelalter einfach mal so ein Cyborg geworden, ey. Ja. Sieh zu. Wahrscheinlich haben sie erst letzte Woche mit einer Brotkruste aus dem Wald gelockt. Mit einer Brotkruste aus dem Wald gelockt. Eine Sprüche, ne? Ich wollte dir nur sagen, dass all meine Gedanken, all meine Hoffnungen und Gebete mit dir sind. Das habe ich für dich gefertigt. Gut, deine Pferdedecke hat mir noch gefehlt.
Schau mir in die Augen, Kleines. Das Geile ist ja auch, wenn du die hat ihren Mann verloren. Ja, und er ja auch seine Linda. Also sag mal, bei ihr war es ja noch frisch. Ja, und guck mal, hier so jetzt auch Tigerfell und Feuer im Hintergrund und so, nackt und so. Das Geile ist ja auch, er kann ja jeden Spruch reißen in dieser Zeit, den es in jedem Film gab. Die kennen die alle noch nicht. Ja. Die denken alle, das ist aus seiner Feder. Ne? Ja. Was ist los? Dieser Pfad wird dich zu einem gottlosen Ort bringen. Die reisen nicht mit. Natürlich muss er da alleine hin. Wenn du das Buch seiner Wiege entnimmst, musst du diese Worte sprechen. Klaatu verata mektu. Ich hab schon vergessen wieder. Ich wäre so aufgeschmissen. Ich auch. In den 10 Minuten würde ich vor dem Buch stehen. Ich würde es einfach nehmen. Naja, komm, Wese ist schon mal nicht nackt. Oh, ja. Da ist sie wieder. Die Subjektive. Also fühlt sich morgens mein Weg zum Fitness an. Das war damals der Schulweg meiner Eltern. Kein gutes Omen. Nicht gut. Vor allem, dass er die Metallhand wärmt. Ja, das wäre auch das Erste, was ich zerstört hätte. Spiegel. Nach dem zweiten Teil, alle Spiegel weg. Ja. Definitiv. Ja, ganz genau. Ja, ja, so viele kleine. Oh, aber geiler Effekt, ne? Ja. Oh Mann, ey. Das hat wehgetan, ey. Au. Okay, das ist gefährlich. Ich Wanze. Oh. Volltreffer. Oh nein. Oh, ouch. Gebackene Backe, ey. Ja, warum? Nur so kommst du raus. Ja. Ja, na klar. Sehr. Hol die Pappe raus. Ey. Wir sind in den 80ern. London Bridge is falling down. Oh, 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 oh. Ah, das muss weh tun. Überlegt, was alles gekürzt war, ne? Was das alles raus, ne? War, ne? Ja, scheiße. Aber wie hieß noch mal? Da gab es auch mal so ein Kindermärchen, wo auch Goliath, nee, wie so ein großer Riese auch gefesselt wurde von so ganz vielen kleinen Winzlingen. Oder? Oh ja, scheiße. Gab's auch mal sowas, ey. Oder ein Geronimo. Er hat sich selbst verschluckt. Ja. Ja. Genau. Oh, ja, ja. Ja. Oh. Auch eine Möglichkeit, den Kleinen in sich zu töten, indem man einfach heiße Brühe, kochend heiß. Ja, das ist schon eklig, ey. So ein bisschen eine Hommage an die alten Monsterfilme, so, ne? So diese 60er Filme. Wo bringst du mich hin? Aber technisch schon geil umgesetzt, ne? Ja. Bist du ich? Wer bist du? Bist du ich? Nimm den erstmal hops. Der kleine gute Junge. Ich hoffe, der trifft dich gleich morgens nochmal aufstehen. Kann ich nicht. Kann ich nicht, Alter. Ah. Oh, so viel zu guter Junge. Boah, das ist schon böse. Ja, damals im ersten und so hätte man da voll drauf gehalten. Ja. Ersten Teil so voll drauf halten, es muss blättern, es muss blutig, ja. Es muss hier. Wie sollst du das Necronomicon bekommen? Verfaulen sollst du vorher auf dem Friedhof. Hey, du hast da was im Gesicht. Hä?
Oh. Ja. Weißt du noch den Spruch? Nee. Ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, wie das erste Wort war. Irgendwas mit Nektar. Ja, stimmt, Nektar. Nektarine. Ne? Okay. Das ist nicht das richtige Buch. Oh. Hab sogar gelacht. Ah, shit. So ein Fledermausbuch. Ey. Es gibt auch solche Bücher. Ich möchte nicht angegriffen werden. Plato, Verata, Nektar. Nektu. Nektas? Scheiße. Nektarine. Ja, daran habe ich nämlich auch als Eselsbrücke gedacht. Plato, Verata, Nektu. Nektar? Nektu? Ach, ich weiß auch nicht mehr. Er hat es einfach überhustet, so damit das Blöde denkt, so, er hat es ja gesagt. Ey, wartet mal. Ich bin doch gar nicht so weit. Ja, warte mal. Auch ein bisschen so voll Comic, ne? Einfach auch mal so als kleine Hintergrundinfo. Hast du eigentlich erkannt, dessen Stimme Bruce Campbell hier hat? Also Ashley? Ich kommt einem sehr ganze, bekannt vor, ja, ne? Ich will dich schon die ganze Zeit. Denk mal an Man in Black. Die von Tommy Lee Jones. Ah ja, tatsächlich. Ah, ich glaube, so einfach wird Ash nicht davon kommen jetzt. Ja. Ah, der böse Ash ist quasi jetzt der König der bösen Legion, ey. Schon gut. Nimm deine dreckigen Hände weg. Er wusste die Worte nicht. Kann man einfach verschweigen. Nichts, alles gut. Auch fies, ne? Er hat da jetzt eigentlich die ganze Welt in den Arsch gekackt. So richtig, richtig kaputt die Welt jetzt. Und ich hau jetzt ab. So, könnt ihr gucken. Dass er nicht denkt darüber, dass das Auswirkungen ja an der Zukunft hat. Ich meine, das hat ja doch die ganze Zukunft verändert. So typisch, ne? Diese Kamerafahrt oder was? Nee, dass die Frau einfach stehen bleibt, ne? Ach so, ja, klar, natürlich. Bleibt einfach stehen und lässt sich entführen. Ja. Sie will gerettet werden. Hat selbst Daisy gemacht, bei Mario. Ja. Die hat bei Bowser nichts gemacht. Ihre Burg stürmen und mein Buch holen. Pass doch auf, du Klappergestell! Das ist so geil, ne? Ja, Mann. Süßes kleines Stück. Willkommen auf der bösen Seite. Mm. Über bis vorne. Jetzt schön den Zahnstein runterlutschen. Er wird helfen jetzt. Ja, lauft ihr nur alle weg. Lauft nach. Ihr Pussys. Begrüße die Jungs. Ach ja, sie war nachher auch so eine Besessene. Stimmt, ja. Ganz vergessen. Aber ich fühle mich gut. Weiß ich nicht. Ich fühle ich nicht gerade so ganz, aber ja. Ja, man das auch wieder fit, ne? Ja, natürlich. Ja, komm, kein Riemen wechseln, geht wieder. Na sehr. Machen auf 36 Kammern. Ne?
Das ist wie früher, wenn man so mit Kollegen damals mit Freunden in der Schulzeit Playmobil gespielt hat. Du hattest so deinen Schatz in deiner Playmobilburg und den mussten deine ganzen Kämpfer verteidigen, weißt du? Ja. Schon Skelette, Flöße, keine Lippen, weißt du? Ja, aber kein Pfeifmodus. Oha. Feuer! Jo. Hat funktioniert, ja. Wie MacGyver, ey. Zack. Baby! Diese Schreibungsschwerte. Ja. Bescheuert, Alter. Ja. Und der läuft ohne Kopf trotzdem weiter. Ja, sowas ist immer auch geil, wenn du wirklich eine Truppe eng aneinander hast. Aber wenn die alle total verteilt sind, dann triffst du ja nicht viel. Ja. Eine gute alte Stop-Motion-Technik. Ja. So wie Simbad-Filme früher so. Ja. Weißt du? Die waren auch alle so, ey. Damit gefällt ich so eure Knochen wieder auf. Der hat ein bisschen nett. Die, haben, die haben Hosen an, wo ein Skelett drauf gemacht. Ja, ich dachte dir doch. Hab ich damals nicht drauf geachtet, ne? Nein, natürlich nicht, ey. Also, oha, jetzt ja. Kommt die Technik. Oh. Hat Ash sich irgendwas ausgedacht 100% und hat gesagt, das macht jetzt alle nach. Oha. Aha. Hat sie nicht versperrt. Ja. Aber guck mal. Ja, die gute alte Eisenbahntechnik. Ist natürlich geil, weil er großflächig echt aufräumen kann, ne? Mit ja. So einem Rotor vorne dran. Der hat seinen Spaß des Lebens da, ey. Ja, sehr. Die war auch. Ja, natürlich, ey. Sag, mies du einmal alles ab, ey. Ach komm, Ashley. Ach, siehst du? Tja, Ash. So schnell ausweichen, ey. Das ist schon fast eine Komfortführung hier. Ja. Schöner Flaschenzug. Na, wo ist er denn hin? Hey? Da muss er denn hin? Na, wo denn? Oha. Oh, ja. Ja, ein Kung-Fu-Meister hier. Oh, sehr. Gut an. Ja. Das ist Ash wie Ash, Bruder. Ash. Einst fandest du mich schön, Geliebter. Honey. Du hast stark nachgelassen. Oh. Oha. Jetzt geht's los, ey. Ah, er hat doch seinen biomechanischen Arm. Ja. Alte Spartakus und so, ja. Weißt du? Treppe rauf, Treppe runter. Ja, ja. Kirk Douglas-mäßig so. Ganz alten Filme hier. Oha. Na, echt ein bisschen Cadena hier, ey. Ja, sei doch. Ja, das ist ohne Scheiß. Das ist Figur 8. Ja, das ist doch eine gute Idee. Da haben wir nicht mehr viele, ne? Er lebt noch. Der verkohlte. Der ist noch nicht fertig. Oha. Knochen. Der hat so rote Augen. Der hat so rote Augen, weil er sie nicht mehr zumachen kann. Die brennen. Oha, das geht er ja an. Ja. So schützt er seine andere Hand. Ja, weiß ich gar nicht, warum er die schützt. Die ist auch aus Stahl. Ja, genau so. Andersrum. Oha. Oha, spinning back, Chuck Norris hier, Alter. Ja. Oh, mit einer Rolle runter. Jetzt kommt der Henry. Natürlich viel zu spät. Immer dann, wenn schon alles durch ist, so weißt du? Mach's Fressbrett zu. Mach's Fressbrett zu.
Das ist so einfach. Bis aus Beetlejuice. Ja, ey, ohne Scheiß, oder? Ja, total Beetlejuice. Ja. Da oben gibt's Feuerwerk. Richtig Beetlejuice. Ach, oh. Der schillernde Held. Oh, jetzt liegen sie wieder in den Armen. Der Held in der schillernden Rüstung. Ja. Auf seinem weißen Ross. Nein, jetzt müssen sie sich vertragen da. Komm, reicht euch die Hand, verbrüdert euch. Bitte. Genau so. Bleib so, reicht. Ja, muss er sie aber auch jetzt zurücklassen. Oder nimmt er sie mit? Nee, geht ja gar nicht. Nee, der lässt sie doch nicht da, ne? Ja, die gehört ja auch dahin. Was soll sie in der Zukunft? Ja, kann sie sich den nächsten wieder anbieten. Ja, ist dann der dritte. Innerhalb von 2 Monaten gefühlt. Die Musik. Musik und jetzt die Situation ist so ein bisschen was irgendwie von Finn und Marty McFly und Dr. Brown, ne? Ja, aber Teil 3, ne? Ja. So ein bisschen so dieses... Western. Genau. Die Szene hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Ich auch nicht. Die ist mir komplett entgangen, ey. Hat er das Auto versteckt? 1, 2, 3, 4 Oh nein. Komm, ein noch. 5 Nein! Oh, das ist wieder dieser typische Ashley. Super Plan, scheiße. 7 Tropfen genommen. Ach, da wird doch jetzt was in die Hose gehen, ey. Das hat doch... Er ist zu Bruce allmächtig geworden. So allmächtig. Okay, er hat die Höhle, damit sie die Zeit überlebt, damit er nicht gefunden wird. Deswegen hat er sie gesprengt. Jetzt verstehe ich das erst. Ah. Damit er nicht zwischenzeitlich vielleicht von irgendjemandem entdeckt wird, so weißt du? Damit sie ihn schlafen lassen. Ja. Jetzt gucken wir mal, was die 7 Tropfen ausgelöst haben. Er sieht echt aus wie Robin und Kruse. Plastik, er freut sich über Plastik. Ha? Was jetzt? Oh shit. Oh shit. I slept too long. Ja. Willkommen in der kaputten Zukunft. Ja, jetzt haben wir geschafft und kannst nicht zählen. Ja. Verdammt, ey. Ach scheiße, Mann. Lacht noch dazu. Burg gestürmt haben, ne? Zum Beispiel, jetzt, ne, wo sie dann halt so schwarze Klamotten haben, wie so Halloween-Kostüme, so mit Knochen. Das sieht man jetzt erst, ne? Das sieht man jetzt erst. Ja, früher hat man auch auf Röhrenfernseher geguckt. Ja. Da sah es alles noch anders aus. Ne? Ja. Also, wir fast simpeln hier nämlich schon so ein bisschen. Wir sind ja nämlich schon beim Fazit des Films so und tatsächlich haben wir einiges gar nicht mehr so auf dem Plan gehabt. Ne? So, da waren einige Sachen bei, wo wir echt gedacht haben, so echt? Krass, das war so. Okay, das ist jetzt auch hier natürlich noch so ein bisschen Director's Cut. Das heißt, ich habe wahrscheinlich die Fassung noch nie gesehen. So, ja. Das kann auch daran liegen. Hab den zwar schon ewig, aber hab die Fassung noch nie gesehen. Ja, ja. Ja. Das ist echt, wenn man bedenkt, ne, so jetzt als kleiner Butcher, ne, hast du die ersten beiden Teile im Wald, du hast dich ja eingeschissen. Ne, und dann denkst du, oh, den dritten Teil warst du erstmal überlegen, gucke ich den? Ja, guck ich den nicht. So, und dann hast du den geguckt und denkst du, boah, Alter, der ging ja in eine ganz andere Richtung. Der ging in eine ganz andere Richtung. Ganz, ganz andere Richtung. Ja, ich meine, der erste Teil war der böseste von allen. Ja, der zweite, war immer noch böse, aber hatte immer noch so seine fing an mit Fun-Momenten, so, die ein bisschen witzig waren. Da fing das so langsam an. Und der dritte ist ja so rein wirklich auf Comic-mäßig gefühlt. Ne? So, das ist ja so wirklich auf Spaß. Die Reihe soll geil Spaß machen. Und Ash versus Evil Dead ist ja dann auch wieder so ein bisschen die Mischung aus beiden. Oh ja. Ne? So, das gibt es böse Szenen, ist aber auch nicht zu böse. Und ist auch wieder ein bisschen witzig, aber auch wieder böse. Also ist so mit seiner Holzhand. Ja, mit seiner Holzhand. Ja, auf jeden Fall...
Kann man sagen. Weiß, Evil Dead ist auch, ja, ist auch cool, wenn man die ersten drei Teile jetzt von Tanz der Teufel, ja, gesehen hat. Muss man gesehen muss haben. Muss man nochmal, ja, Ash vs. Evil Dead. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Seasons kann man auch richtig geil ballern. Die lohnen sich auch auf jeden Fall. Ja. Welches ist dein Abschluss, dein Lieblingsteil, so würdest du sagen, für dich von Tanz der Teufel? Kann ich dir sagen? Ja. Kann ich dir sagen, weil ich ja horrormäßig bin. Ich bin so ein Schisser, ne? Das hätte er mir nicht sagen dürfen. Das hätte er ohne Scheiß, das hätte er mir nicht sagen dürfen. Das ist nämlich gut zu wissen. Ich bin so ein Schisser. Deswegen, die ersten beiden Teile habe ich geguckt. Ja. Ne? Ja. Natürlich haben wir alle so geguckt. Ne? Favorisiert ist für mich so der dritte, weil da kann man lachen. Da kann man lachen. Der ist auf Fun-Basis. So. Ja, du, bist das, der, du bist so der, der möchte noch im Hellen nach Hause, ja, und im Dunkeln nach Hause sich aussicher fühlen. Ja, so ungefähr. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt nochmal zum Anfang der Reise zurückgehen. Tanz der Teufel 1. Ich meine, das ist ja schon irgendwie ikonisch hier. Aber es ist halt so, das muss man ganz klar sagen, dass hier bestimmte Bilder halt nicht mehr auftauchen, die einen wirklich, ja, wie wir gerade gesagt haben, abends eines Grusel lehren. Kim guckt schon weg. Das sind so die Bilder, ja, die ja, ja. Ne, das war. Aber da waren die tatsächlich jetzt im Gegensatz zu dem letzten Teil auch extremer geschminkt. Ja. Das war böse. Das war einfach auch böse glaub, gemacht. Da war das alles drumherum ein bisschen sehr teuer, da mussten sie ja eine Schminke sparen. Ja. Ja, wie gesagt, so. Also, ich sag dir ganz ehrlich, Cheryl damals in dieser scheiß Dachluke, die hat mir Nächte geraubt. Die Bodenluke, genau. Ja. In dieser Kellerluke, ne? Also, die hat mir echt damals Nächte geraubt. Gar keine Frage. Das war echt gruselig. Das war böse, Mann. Das war böse. Und da ist natürlich so ein aufgeheiterter dritter Teil ganz nett. Ja, das ist echt cool. Ja. Ja, Mann, der ist echt cool. Also von mir aus, wie gesagt, alle drei Teile absolut Favoriten. Ich liebe sie alle, ich liebe auch die Serie. Und ich würde sagen, damit haben wir auch jetzt Tanz der Teufel mal geschafft. Und den dritten Teil mit den Kim hier schön den durchgezogen. Lustigen Teil. Den lustigen Teil durchgezogen. Aber wie gesagt, wir wissen jetzt, er mag Horrorfilme nicht. Das sollten wir uns merken. Findest du? Leute. Weiß ich nicht. Ja. Aber gut. Wir sind auf jeden Fall raus. Wir wünschen euch alles Gute, alles Liebe. Kim, noch irgendwas abschließend zu sagen? Falls wir uns nicht mehr sehen, schön Halloween und so, dies, ja, das. Stimmt. Ist richtig. Ja auch bald, ne? Ist ja auch bald, stimmt. Wir haben ja schon Oktober noch. Deswegen kommen momentan auch hier auf Retro Lifestyle nur Horrorfilme. Ah, siehst du? Ja. Gut, dann sehen wir uns im November wieder. Wir sehen uns im Oktober. Okay, auch rein, mein Lieben. Bis dann. Ciao.